Jo Leute, hier ist PTK. Ich bin hier bei Nils, dem Maler, der dieses Ölbild für das Cover meines kommenden Albums Kreuzberg und Gomorra gemalt hat. Ihr könnt es auch um eine Runde 2020 Video sehen. Da haben wir das auch schon in Szene gesetzt. Wir wollten euch in diesem kleinen Filmchen ein paar Infos mitgeben, was es so mit dem Bild auf sich hat. Und wir wollen euch auch was zur Initiative in Gedenken an Uri Jalloh erzählen, weil wir dieses Bild nämlich versteigern werden. Das Ölbild ist quasi wie ein Feature, nur nicht mit einem anderen Rapper, sondern halt mit einem Maler, mit zwei anderen Künstlern, Sozi und Icarus, die da noch was kleines Easter Egg-mäßiges platziert haben und halt mit der Initiative, an die das Ganze am Ende geht. Ich habe das Privileg, mit meiner Mucke coole, talentierte Leute anzuziehen, die sich irgendwie bei mir melden und sich einbringen, so wie auch Felix hinter der Kamera. Leute hören meine Mucke, melden sich und wir connecten, wir machen was. Und so ist das entstanden. Bonjour, ich bin Nils Bembraim, ich bin ein 21-jähriger Künstler aus Berlin und ich habe dieses Bild hier gemalt. Also das Bild hat schon eine gewisse Schwierigkeit dargestellt, weil es einfach bestimmt 3 Monate gedauert hat. Und ich musste es ja Schicht für Schicht malen, also es ist mit einer Lasurtechnik gemalt. Die erste Schicht muss trocknen, dann kommt die nächste, weil wenn man alles gleichzeitig malt, sieht es halt irgendwie verquält und scheiße aus. Das ganze Bild soll einfach eine große, überladene Collage sein, die aber trotzdem von wenigen klaren, konkreten Gedanken getragen wird. Kreuzberg und Gomorra ist ein Titel, der irgendwie was Fiktives ist, aber auch was total Realistisches. Ich komme aus Kreuzberg, mein ganzes Leben spielt sich da ab. Dieses Album spielt sich hauptsächlich da ab. Die Themen, die es behandelt, von Polizeigewalt, von 1. Mai, von Häuserbesetzen, von Gentrifizierung, alles, was ihr eh schon aus meinem Mikrokosmos kennt. Es musste ein Ort sein, der Kreuzberg repräsentiert. Und ich denke mal, wer schon mal in Kreuzberg war, hat den Görlitz schon gesehen. Das ist der Görlitzer Bahnhof. Die Kirche vom Lausitzer ist im Hintergrund. Ich wollte aber auch Gegenstände wie die kleinen grünen E-Scooter unbedingt drauf haben, weil die das Stadtbild die letzten 1-2 Jahre auf jeden Fall übernommen haben, mehr oder weniger. Kreuzberg und Gomorra ist für mich auch irgendwie Yin und Yang. So, auch wenn nicht alles cool ist in Kreuzberg, aber Gomorra ist auf jeden Fall das Dunkle in der Bibel. Eine der zwei Städte, die Gott platt gemacht hat für das ganze sündhafte Verderbnis, was sich hier auch auf jeden Fall tummelt. Für mich war es auch eine gewisse Herausforderung, die Ideen von mir und PTK unterzukriegen. Ich habe im Bild versucht, verschiedenste Details einzubauen, also zum Beispiel in der linken Ecke habe ich eine Anlehnung an den Film Acatone von Pasolini gemacht oder hier auch die Anlehnung an einen Film von Godard, der Außer Atem heißt. Und es sind verschiedene Geschichten, die aber trotzdem irgendwie Klassenverhältnisse und Klassenkampf beinhalten. Für mich ist die politische Klarheit in dem Bild ziemlich wichtig, weil oft ist Kunst so eine hermetisch abgeriegelte Bubble, die oft für sich steht und von eigenen Regeln lebt. Also klar, das stimmt ja auch, aber für mich sollte Kunst auch immer im Dialog stehen zu Gesellschaft und politischen Ereignissen und ich finde, das passiert hier mit dem Bild sehr gut. Eine Stelle, die ich noch rausheben würde, wäre die Matratze, die von Sozi gemalt wurde, worauf steht Uri Jalloh, das war Mord. Und die Thematik um Uri Jalloh zieht sich jetzt schon seit Jahren durch meine Bilder und deswegen war mir sehr wichtig, das unterzukriegen. Und deswegen sind wir auch auf die Initiative zugegangen, an die dann das Geld später geht. Mir ist es wichtig, meine Meinung rauszubringen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich sehe das gleiche bei PTK, dass er einfach sagt, was er denkt und die Leute dazu anregt, sich mit seinen Sachen auseinanderzusetzen. Im Bild findet sich der Widerspruch wieder zwischen Kreuzberg, dem Mythos, wie er mal war, wie es vielleicht mal gewesen ist, und zwischen dem, was heute ist. Er macht Musik von der Straße für die Straße, so wie ich meine Sachen von der Straße für die Straße mache. Und das schafft eine gute Verbundenheit, eine gute Basis, um zusammenzuarbeiten. Ich würde zum Beispiel halt niemals einen Rapper unterstützen, der halt über diese klassischen 0815 Sachen aus dieser Zeit redet. Wir vertreten beide Prinzipien und Messages, die sich
ähneln bzw. überschneiden. In diesem Bild vereinen wir sozusagen unsere Kunstrichtungen und unsere Ideen. Da spielt halt alles mit rein, von Seilung bis Polizeigewalt oder Touris oder die Matratzen, die Sozi malt. Ich gehe seit über zehn Jahren zu diesen Demonstrationen und das ist ein ganz besonderer Kampf, weil er erstens von Betroffenen geführt wird und zweitens sehr ernsthaft, sehr entschlossen ist. Ja, hi, ich bin Nadine von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Die Initiative kämpft seit dem 7.01.2005 für die Aufklärung des Mordes an Uri Jalloh. Uri Jalloh ist am 7. Januar 2005 in den Morgenstunden von der Polizei rechtswidrig in Gewahrsam genommen worden. Er wurde in die Zelle 5 gesperrt, an Händen und Füßen gefesselt. Wahrscheinlich haben die Polizisten ihn zusammengetreten, ihm die Nase gebrochen und wie wir später herausfanden, auch einen Schädelbruch zugefügt. Er wurde dann bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Von Anfang an hat die Polizei versucht, das alles zu vertuschen. Der Tatort wurde manipuliert. Ja, weil die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte den Fall nicht aufklären wollten, haben wir gesagt, wir ermitteln selber, wir machen das, was ihr nicht machen wollt. Und seit 2013 geben wir eigene Gutachten in Auftrag, wo wir zum Beispiel in Irland haben ein Brandgutachten anfertigen lassen, bei dem wir beweisen konnten, dass Uri sich nicht selber angezündet hat. Ja, also neben den Protesten auf der Straße organisieren wir seit 2005 die ganze Aufklärungsarbeit. Wir organisieren die Anwälte. Wir sind in engem Kontakt mit der Familie von Uri Jalloh, die in Guinea lebt. Ja, für diese Arbeit brauchen wir echt viel Geld, weil wir uns selbst organisieren. Das heißt, wir nehmen keine Gelder vom Staat, sondern wir sind auf private Spenden angewiesen. Wir haben eine Kampagne laufen von Anfang an, die heißt Break the Silence. Und es ist nicht nur so, dass die Polizei tötet und der Staat das vertuscht. Es ist auch so, dass die Mehrheitsgesellschaft in diesem Land dazu schweigt. So. Und deswegen sagen wir Break the Silence, Uri Jalloh, das war Mord. So Leute, wenn ihr das Video jetzt hier gesehen habt, dann geht auf eBay gleichzeitig eine Auktion online. Wir versteigern das Ölgemälde. Ihr werdet es finden unter dem Schlagwort Uri Jalloh, das war Mord, PTK, Ölbild. Aber wir hauen das auch alles hier in die Beschreibung und unter den Post. Das Geld geht, wie gesagt, komplett an die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Das ist ein symbolischer Fall, der für ganz viele steht. Und ich freue mich, wenn ihr auch kein Geld dafür habt, dass ihr es einfach verbreitet, weil so wie wir unterschiedliche Menschen, ein Maler, ein Rapper, eine politische, aktivistische Gruppe zusammengekommen sind für dieses Projekt, genauso soll das auch unterschiedliche Leute erreichen und im besten Fall halt hängt sich das am Ende jemand auf, der gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, aber vielleicht Kunstfan ist und auch meine Mucke vielleicht gar nicht kennt. Und an alle, die es nicht ersteigern, ihr kriegt das Poster, wie gesagt, auch zu meinem Album dazu. Ihr könnt aber auch euch mal bei Nils melden, falls ihr ein anderes Bild wollt. Und so oder so supportet die Initiative, bleibt da am Ball, erzählt es Freunden. Nicht jeder weiß da Bescheid, obwohl das schon seit Jahren Thema ist. Und ja, supportet das Ganze. Dankeschön.